zusammen. Heute möchte ich euch einen Rucksack vorstellen, der ganz neu bei mir jetzt ist. Ich wollte mal einen leichten Rucksack, der recht groß ist. Und da habe ich mich hier für das Modell Rook 65 Liter Rucksack von Osprey entschieden. Der wiegt 1,6 Kilogramm, ist aus 1000er und 600er Dernier Material gemacht. Was ich noch ganz cool finde, ist, dass er hier so ein Mesh hat. Da ist der Rücken ganz gut belüftet. Typisch für Osprey natürlich immer die Wasserblasenaufhängung und Durchführung. An sich gefällt er mir super gut. Ich will einfach mal euch ein bisschen im Detail vorstellen. Es ist ein klassischer Toploader. Also man kann hier einfach den Deckel oben aufmachen. Was ich super cool gelöst finde, ist hier dieser Zipper. Den kann man hier einfach aufziehen und hier zuziehen. Ist total praktisch. Also das haben sie echt super gemacht. Dann geht es gleich weiter hier mit der Durchführung für den Trinkschlauch. Hier kommt die Trinkblase rein. Kann man hier aufhängen. Echt gut gemacht. Was mir auch super gut gefällt, ist hier dieser Strap. Damit kann man hier einfach alles nochmal ein bisschen zusammenziehen, wenn man es drauf hat. Der Rucksack ist unterteilt. Hier drin sieht man es. Unterteilung zwischen unterem Compartment und oberen. Kann man auch abmachen, wenn man möchte, aber finde ich das so gelassen, finde ich praktisch. Unten im Rucksack kann man hier die Isomatte dran packen oder irgendwas anderes. Ja, kann man hier einfach mal schnell aufklipsen. Kommt hier unten super ran an seinen. Also ich habe hier meine Schlafsachen drin. Mein Schlafsetup, das einfach getrennt ist, packt man hier rein. Hier ist wieder die Abtrennung. Einfach ganz normal, klassisch gut. Top, Reißverschlüsse sind gut. Was mir auch gut gefällt, ist, dass sie die Bändel direkt an den Reißverschlussführer gemacht haben. Da klappert nichts, da wackelt nichts und es spart Gewicht. Hier unten noch eine kleine Besonderheit. Hier ist die Regenhülle mit eingebaut. Finde ich auch gut, weil die kann man einfach abmachen, wenn man sie nicht mittragen will. Ist auch immer Gewicht für die Ultraleicht-Fetischisten. Weiter geht's hier außen. Zwei richtig schön große Meshfächer von oben und von der Seite geladbar. Super praktisch, wenn man hier eine Flasche hat, zieht man sie raus, kann trinken. Auf der anderen Seite genau identisch. Dann hat er noch hier zwei aufgesetzte Taschen. Was ich auch echt cool finde, ist, dass man hier ganz simpel die Höhe verstellen kann vom Brustgurt. Also das Ding hat auch einen Brustgurt. Und super wichtig, was mir immer wieder auffällt, diese Pfeife. Also wenn euch mal der Bär angreift und gerade dabei ist, euch zu zerfleischen, dann macht einfach das hier. Hilft garantiert. Was habe ich vergessen? Ja, ganz wichtig. Was echt cool ist, das ist ein One-Size-Model. Für mittel- und große Menschen. Man kann hier sieht man es ein bisschen, in vier Stufen das Teil hier verstellen. Also kann man wirklich ganz einfach hier rausziehen und dann da reinpacken, wo es einem passt. Ist echt cool gemacht. Und ein Deckelfach hat es natürlich auch noch, das Ding. Da habe ich immer mein Erste-Hilfe-Set und meinen Regenschutz drin. Sehr geräumig. Was euch bei dem Rucksack bewusst sein muss, ist, das ist mir gleich am Anfang aufgefallen, das ist hier belüftet. Das ist natürlich ein Vorteil, hat aber auch ein bisschen einen Nachteil. Ich muss fairerweise sagen, ich habe den Rucksack auch ein bisschen überladen. Der ist, glaube ich, bis 16 Kilo angegeben. Ich hatte, glaube ich, 19 drin, auch mit Kameraausrüstung und allem drum und dran. Der Schwerpunkt wandert ein bisschen nach außen. Ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich finde das ganz unproblematisch. Aber nur einfach nur so ein kleiner Kommentar. Ich würde euch dann auch noch gleich mal zeigen, was ich alles dabei habe heute und wie das in dem Rucksack Platz findet. Hier seht ihr mal, was ich alles dabei hatte. Wir sind zu zweit unterwegs. Zwei Übernachtungen machen wir, ca. 48 Stunden. Ich sag mal so, relativ viel Ausrüstung dabei. Das ist so das Schlafsetup. Ich habe einmal hier den Carinthia G145, dann Sea2 Summit Thermalite Reactor, das ist nochmal so ein Inlay, das gibt nochmal ein paar Grad. Weil der Schlafsack ist bis 5 Grad, müsste eigentlich passen, aber ein bisschen mehr dazu. Wie war es denn heute Nacht? War angenehm warm, muss ich sagen. Also ja? Keine Probleme. Also ich hätte noch 1,5 Schichten übrig gehabt. Ja. Die hatte ich nicht an. Weil ich es interessant finde, weil ich den 1 Kälter quasi heute dabei habe, ja. Den G180. Der ist wärmer. Ja, also halt für Kälter gedacht. Ja, genau. Mhm.
und habe aber leicht gefröstelt. Aber du hattest auch weniger Schichten. Ja, das stimmt. Ich finde sowas ist immer, man muss sich da rantasten, welcher Schlafsack zu einem passt und wie es ist. Genau. Du hattest aber keinen Liner. Nee, ich hatte keinen Liner, ne? Genau, das bringt ja auch nochmal ein bisschen. Was für eine Matte hast du genommen? Ich hatte eine Thermarest Neo Air. Also die ist super. Also super Preis-Leistungs-Verhältnis, finde ich, wenn man nicht ganz ultra leicht sein möchte. Das ist so die Matte fürs Robust, sag ich mal. Wenn man mal ein Brandloch reinbekommt oder irgendwie ein Loch rein, das ist nicht ganz so schlimm. Da ist ein Flickset dabei, das ist so meine robuste Matte. Das letzte Teil vom Schlafsetup hier, der Biwaksack, ist ein Observer. Ist einfach so ein Gore-Tex Biwaksack. Und hier noch die Hülle, finde ich ganz praktisch. Das ist so ein Pumpsack von Thermarest, damit kann man die Luftmatratze aufpumpen. Dadurch kommt keine Feuchtigkeit rein. Und was ich ganz cool finde, ist, die kann man auch parallel benutzen als Nässeschutz. Also da packe ich ganz gerne meinen Schlafsack und so rein. Die hat zwar ein kleines Loch, aber trotzdem, wenn es regnet, das hält gut Nässe ab. Und man kann sich daraus auch einen Sitz machen, wenn man die Isomatte da reinrollt. Das zumacht, kann man sich danach draufsetzen. Genau, ich zeige euch mal, wie ich das jetzt reinpacke. Also das kommt hier unten rein bei mir. Ich weiß, es regnet halt nicht, deswegen packe ich das jetzt mal nicht in den Sack. Genau, den habe ich oben drin. Aber Schlafsack kommt einfach hier rein. Unkomprimiert, hätte ich noch komprimieren können, aber der 65 Liter, das ist völlig unproblematisch, den hier zu packen. Dann Isomatte. Hier Inlay. Und Unterlegplane. Hier ist noch mein Schnitzset. Das packe ich jetzt einfach mal dazu, weil da noch Platz ist. Das muss man natürlich mit rein. Ist das dein erster Osprey-Rucksack? Das ist mein erster Osprey. Ja? Ja. Hast du nicht einen kleiner? Nee, das ist ein Hugglöfs. Bei den vielen Rucksäcken blickt man langsam nicht mehr durch bei ihm. Ja, der Hugglöfs hat, glaube ich, 40 Liter. Und die Kaufentscheidung hierfür war, ich wollte meinen leichten Rucksack, wo wirklich was reinpasst. Und weil der Hugglöfs ist mir ein bisschen zu klein einfach. Gerade wenn man eine Zweitagestour macht oder so, dann ist es ein bisschen wenig für mich. Biwaksack kommt gleich oben rein. Hier so senkrecht. Dann packe ich dazu. Hier, das ist mein Kälteschutz. Also da ist Thermounterwäsche drin und nochmal so eine Lage. Ein bisschen angeschlagen, deswegen habe ich ein bisschen mehr dabei. Normalerweise würde ich wahrscheinlich ein bisschen weniger davon mitnehmen. Genau, packe ich auch mit rein. Dann Futter. Also hier sind so einfach Essen mit drin für die Tage. Und Süßigkeiten, was man halt so braucht. Dann hier noch ein Topf. Ich glaube, das ist von MSR mit einer kleinen Pfanne. So, genau. Dann hier nochmal EDC, Zahnbürste, Löffel, Taschenlampe, Fire Steel, was man halt so braucht. Und kommt noch hier mein Kameraset rein, also das sind einfach ein paar Objektive drin, Batterie oder Akkus auch. So, das war's schon. Kann man, wenn man möchte, hier den roten Ding noch drüber machen, aber wie gesagt, da ist so viel Platz. Ist super praktisch, einfach ziehen. Und das war's. Mach ich den Deckel zu. So, hier kann man jetzt noch mal ein bisschen komprimieren, noch näher an den Rücken rangeht. Oben rein kommen Dinge, die man schnell zur Hand braucht. Ha, ich habe noch das Wichtigste vergessen. Kraftbiere müssen natürlich auch noch rein. Heute Abend gibt es Steak, da braucht man gutes Bier dazu. Genau. Dinge, die man schnell braucht. Nässeschutz, ein Poncho, Erste-Hilfe-Set. Kommt oben ins Deckelfach. So, bleibt noch mein kleiner Titan-Spirituskocher. Fläschchen Spiritus, voilà. Kommt einfach hier rein.
Hat den einfachen Grund, wenn man mal einen Tee will. Hier habe ich meinen Tee drin, ein paar Süßigkeiten, hier den Kocher, außen das Wasser. Hier nochmal eine Clean Canteen, ich glaube 1,18 Liter mit einem Tatonka Becher. Ist wie füreinander gemacht. Einfach hier rein. Auf der anderen Seite nochmal eine Nalgene Flasche mit einem ganz normalen Standard Militär Topf oder Becher. Ich habe mir einen selbstgebackten Deckel hier gemacht. Jetzt kommen die auf der anderen Seite rein. Oh, die Sonne. Ein schöner Tag. So, das war's auch schon. Rauf auf den Rücken. Los geht's. Top-Rucksack in meinen Augen. Preis-Leistung ist bei dem auch echt optimal. War auch ein Entscheidungsgrund, warum ich gekauft habe. Preis-Leistung. Preis-Leistung. Ja, um die. Ich habe echt günstig bekommen. Ich glaube 100. 100. Bisschen weniger als 110. Okay. Ja. Ist das eigentlich okay für einen Rucksack? Ja, gerade für so einen, für einen neuen Rucksack. Ja, das stimmt. Das ist okay. Ja. Genau, falls ihr Fragen habt, einfach schreiben. Unten, genau. Also, ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ihr es gut fandet, lasst uns einen Daumen hoch da oder subscribe.